Das blaue Haus von Kahn lebt wieder. Es ist den Architekten meines Erachtens wunderbar gelungen und den ausführenden Firmen wirklich Geschichte ablesbar zu machen. Schauen Sie nur hier hin und sieht genau, wie früher die Mauer verlaufen ist, was draufgebaut worden ist. Man sieht beim Dachstuhl, was sind alte Balken, was ist ergänzt worden. Wirklich die Geschichte dieses Hauses und auch die Geschichte Kahns ist dadurch wirklich transparent. Auf jeden Fall ist Zeichnung heute wie dieses Haus ein Kulturgut, glauben wir immer noch. Und es gibt sicher wenige, die in so ein Haus dann reinpassen. Dieses Gebäude, da wird wahrscheinlich der Herr Büttner noch drauf eingehen, ist ein sehr kompliziert aufgebautes Gebäude. Historisch gesehen waren es eigentlich zwei verschiedene Gebäude. Und diese zwei verschiedenen Gebäude haben bewirkt, dass wir jetzt nicht nur drei oder vier Stockwerke haben, sondern dass wir ganz viele verschiedene Ebenen haben. Sie werden es feststellen, wenn Sie durchs Gebäude gehen, dass es nicht einen Treppenaufgang gibt, der zu beiden Seiten gleichmäßig in die Etagen führt, sondern dass wir immer ein paar Stufen höher gehen und schon wieder haben wir einen neuen Zugang. Und das macht es extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich, das Gebäude an mehrere Nutzer zu vermieten. Für Sie, für die Nutzer und für alle Beteiligten sein, für dieses blaue Haus hier an dieser Stelle. Herzlichen Dank. Alles Gute.